Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist wieder Samstag, also gibt es ein Samstagssammlungsvideo und heute sind meine Highlighter dran. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen einmal meine komplette Highlighter-Sammlung durchzugehen, die sich hier in dieser Box befindet, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe ordentlich viele Highlighter. Jedenfalls sieht es ziemlich intensiv aus. Das ist aber auch dem geschuldet, dass da relativ viele Highlighter-Paletten drin sind. In dieser Samstags-Sammlungsreihe zeige ich ja oder nehme ich dich mit auf die Reise durch meine Sammlung, durch meine komplette Schminksammlung und zeige dir dann jeden Samstag so eine Kategorie. Das finde ich schöner, weil so kann ich dann auch intensiver auf die Produkte eingehen und dir die Produkte auch zeigen. Ich werde die auch hier entsprechend bei mir mal wieder swatchen, dass man das auch direkt auf dem Körper sieht. Und ja, ein Highlighter-Swatch ist natürlich überhaupt nicht mit dem vergleichbar, wie der Highlighter dann letztendlich im Gesicht wirkt. Also das kann man jetzt zum Beispiel an dem ersten Highlighter sehen. Da habe ich hier von Becker den Moonstone Highlighter. Das ist diese kleine Größe. Da sind auch nur ganze 2,4 Gramm drin. Das ist eine Mini-Größe, weil ein Highlighter brauche ich nicht in riesengroß eigentlich. Und wenn ich die Möglichkeit habe, hole ich mir den auch einfach in kleiner. Der schaut so aus, ist auch aktuell in meiner, in meinem Schminkding, was hier auf meinem Tisch steht, werde ich auch demnächst nochmal vorstellen, weil ich meinen Amazon-Haul dann drehen wollte. Ja, weil ich habe das ein oder andere hier ein bisschen etwas umsortiert, umorientiert, umstrukturiert, ich weiß es nicht. Man sieht ihn hier auf dem Gesicht und man sieht, dass er sehr, sehr subtil ist, aber schön, ne? Also der hat schon Leuchtkraft, Strahlkraft und ist schön nass. Und ja, als Swatch sieht er natürlich vollkommen anders aus. Also auf dem Finger sieht man auch, er ist halt richtig schön so ins cremige, champagnerfarbene und schaut dann auch geswatcht so aus. Also ne? Er ist nicht zu intensiv, aber er hat schon eine gewisse Strahlkraft und ich finde, dass der Moonstone bei mir perfekt passt. Also das ist wirklich der Highlighter, jetzt gerade im Winter, der mir am besten gefällt und deswegen trage ich ihn auch so häufig. Und ja, ne? Der Swatch ist nicht so intensiv, aber er ist auch auf dem Gesicht nicht so ultra intensiv. Das gefällt mir aber genauso gerade aktuell. Als nächstes zeige ich euch eine Palette, die ich von Catrice habe. Das ist die Better Than Platinum... Better Than Platinum oder Platinum Palette. Boah, sag das mal ganz schnell hintereinander. Better Than Platinum Palette. Oh, kriegst du echt Zungenchaos hier, doch. Das sind drei verschiedene Töne, die sich hier drin befinden. Das ist einmal ein etwas ja, hellerer Ton, eher ins auch wieder Champagnerfarbene tatsächlich. Dann habe ich hier einen goldenen Ton drin und einen etwas dunkleren, etwas sehr viel dunkleren Ton. Die ganzen drei Töne sind riesengroß. Ne? Also das war eine Limited Edition, die Royal Party Limited Edition. Auf den Fingern geswatcht, schaut das Ganze so aus. Aber ich finde halt, dass diese Umverpackung extrem groß und extrem sperrig ist. Deswegen ist das alles mir alles ein bisschen zu viel. Und man packt sie dann nicht so in die allgemeine Routine mit rein. Also ich finde tatsächlich diesen Ton den hellsten für mich am schönsten. Ich habe dann wirklich in einer Palette einen Ton, den ich richtig geil finde und die anderen sind so, okay, sie sind halt da. Ne? Also diesen Ton würde ich wahrscheinlich niemals wirklich tragen. Den Goldton vielleicht im Sommer. Ja, das hier ist tatsächlich auch der Moment, wo ich dann auch mal zu so Feuchttüchern greife, zu diesen Abschminktüchern. Ansonsten benutze ich die ja nicht so gerne. Aber ne, ich muss hier immer zwischendurch meine Finger sauber machen. So, als nächstes habe ich hier ebenfalls aus der Drogerie einen von Rival Loves Me. Das ist dieser Highlighter. Meine Herren, da sind 6 Gramm drin. Das ist dieses schöne Herz. Und ja, ich finde es hübsch. Ne? Also das ist auch wirklich sehr subtil. Das ist gar nicht so intensiv, wie man das vermuten würde, wenn es halt so eine fette Verpackung ist. Ne? Dann hat es eher den... Die Vermutung legt es dann eher nahe, dass man dann quasi einen krassen Highlighter hat, aber das ist eher nass und eher glowy, als dass man ihn überhaupt sieht. Hat einen leichten rosa Shift mit drin und der ist wirklich sehr subtil, ne? Also man sieht ihn auch kaum auf der Haut, ist aber ganz schön, bis man 6 Gramm aufgebraucht hat. Ho, 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 ho. Ich weiß, dass ich meine Highlighter-Sammlung im Leben niemals aufbrauchen könnte. Ein Klassiker ist natürlich auch noch mit dabei von The Balm, der Mary Luminizer mit 9,06 Gramm. Das ist dieser hier. Das ist auch wieder ein schöner champagnerfarbener, ne? Den mag ich auch ganz gerne leiden, aber halt auch wieder so ein Riesenvieh. Hat ja auch eine coole schon drin. Ich mag den ganz gerne, aber auch der ist eher subtil. Der ist nicht so intensiv.
Schaut geswatcht auch so aus. Also der ist ein bisschen dunkler als manch anderer Highlighter, ist aber, also zum Beispiel ist ein bisschen dunkler als der Moonstone, das jetzt ist, ne? Aber ich finde den ganz schön und ich trage den auch ganz gerne. Aber jo, aktuell den Moonstone tatsächlich lieber. Dann habe ich hier von Elf noch einen, ich weiß nicht, Moonlight Pearls ist die Farbe. Das ist dieser hier. Ja. Das ist ein gebackener Highlighter. Ich weiß gar nicht, wo ich den her habe. Habe ich den, weiß ich nicht. Habe ich den mal gekauft? Oder habe ich den mal in irgendeiner, in einem Paket drin gehabt? Der ist sehr trocken und halt auch wirklich sehr zart, sehr dezent. Und der gibt dir auch wiederum nur so einen leichten Schimmer. Ne? Also den sehe ich auch kaum auf der Haut. Den musst du extrem aufbauen. Ich mache da jetzt nochmal eine zweite Schicht drauf, weil ich glaube, das siehst du gar nicht, was ich hier gerade so mache. Ich finde den auch gerade nicht wieder. Hier müsste der sein. Ne? Also der ist wirklich sehr, sehr, sehr dezent. Ja, halt, weil er auch so trocken ist. Ne? Aber ich finde, das sieht übrigens sehr cool aus, wenn man so viel Highlighter drauf hat. Oh. Dann habe ich hier von Too Faced den Love Light Blinded by the Light Highlighter. Den habe ich von meiner Oma zum 30. Geschenk gekriegt und meinem Opa, also von meinen beiden Großeltern. Das ist dieser hier. Ich finde den wundervoll. Der ist auch, der ist intensiver, doch. Also der ist jetzt nicht, der schreit jetzt nicht allzu laut, aber er ist schon lauter. Ich finde den ganz schön. Ja, das ist halt auch wieder so ein Klassiker, ne? Den man halt jetzt auch nicht so unbedingt mega doll sieht. Ich bewege mich so ein bisschen, dass man auch so ein bisschen Bewegung da drin hat. Ich weiß nicht, ob das hilft, aber ich bild mir das ein. Nicht nur von der Verpackung her, sondern auch vom Produkt an sich her. Ich finde, der ist einfach null glitzerig. Ich mag den sehr, sehr gerne und ja, deswegen werde ich ihn in Ehren halten. Dann habe ich hier von Louisa Crashen den Christina Highlighter. Crashed kann ich... Ich verlinke dir übrigens alles, was ich irgendwie finde, auch unten in der Infobox drin. Ne? 6,56 Gramm sind hier drin. Das ist ein loser Highlighter und das ist ein wirklich heftiger Highlighter. Also da muss ich wirklich sagen, Hut ab. Das ist eine Pigmentierung. Du hast hier in der Mitte so ein Netz drin und da kann man dann mit dem Pinsel reingehen. In diesem Fall gehe ich jetzt natürlich mit dem Finger rein und dippe da so rein, kriege dann das Produkt auf den Finger und swatch den mal. Das ist ein wirklich heftiger Highlighter. Komm, wir machen mal noch eine Schicht drüber. Dann werdet ihr so richtig geblendet. Also, ja, ja, jetzt sehe ich den. Oh, ich war nur gerade in dem falschen Licht. Wow! Ja, genau. Ne, der schreit. Der ist ziemlich laut. Der ist richtig geil. Ich finde den, wenn ich einfach will, dass man meinen Highlighter sieht, dann nehme ich den. Weil der ist sichtbar. Das muss man wirklich dazu sagen. Und ja, nichts Subtiles. Es ist ein krass toller Highlighter und da hat Louisa Crashen wirklich was ganz, 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 ganz Großartiges gezaubert. Mit ihrer Schwester zusammen. Gut, dann habe ich hier ein Produkt, was auch wundervoll ist, was es aber so leider nicht mehr zu kaufen gibt. Das ist von iHeart Revolution, die Rose Gold Glow Highlighter. Das sind zwei Stück. Was haben wir denn hier drin? Ja, 6,4 Gramm. Das ist auch nicht wenig. Nee, das sind 6,4 Gramm und 4,8 Gramm. Genau, das sind ja zwei Stück hier drin. Das sind... echt schöne. Es ist einmal so ein roséfarbener und ein goldener, wobei ich den roséfarbenen deutlich lieber mag. Und das sind auch wirklich laute Highlighter, heftige Highlighter, wunderschöne Highlighter. Also die sind wirklich intensiv. Ich mag die richtig gerne alle beide. Aber halt vor allem den roséfarbenen, der ist schon bombastisch. Da habe ich auch mal einen Spiegel drin, ne? Ist auch eine handliche Palette, so blöd, wie sich das anhört, aber weil sie halt so relativ flach ist und so rechteckig, quadratisch praktisch gut, also quadratisch ist sie nicht, aber rechteckig praktisch gut, ja. Mensch, ist das alles aufregend hier. So, dann habe ich hier von Douglas eine Palette drin, die My Glow Palette Face and Cheeks Highlighters und die ist bei meinen Highlightern mit drin, weil es im Prinzip alles Highlighter sind. Die habe ich in meinem Douglas Luxury Adventskalender Gedönsen drin gehabt. Und ja, so schaut die Palette aus. Da habe ich mich mega drüber gefreut. Das sind nämlich tatsächlich auch bei dem Bronzer und dem Blush keine matten Töne, sondern es sind alle schimmernde Töne. Deswegen habe ich das auch hier in die Highlighter-Fraktion gepackt und nicht zu meinen Face-Paletten. Das sind diese Töne und das ist einfach hammermäßig. Also du kannst den hier jetzt nicht unbedingt als Bronzer nehmen, sondern eher als Bronzer-Topper. Und den hier auch nicht als Blush, sondern eher als Blush-Topper. Und deswegen habe ich die Palette hier reingepackt. Ja, swatch mir das Ganze einmal. Die sind halt auch echt intensiv. Ich habe jetzt meine Haut nicht irgendwie eingecremt oder so, ne? Also das
man jetzt irgendwie mehr sehen würde. Ich habe es jetzt einfach so gelassen, wie es ist. Ja, also bei dem Blush-Topper, das ist halt so ein Zwischending, ne? Man kann das als Blush verwenden, ja, definitiv, wenn man extrem schimmernde Blushes mag. Aber für mich ist es eher ein Blush-Topper, also Highlight-Gedönschen. Ich mag die Palette und die muss definitiv noch öfters verwendet werden, ich sage euch das. Ebenfalls in einem Adventskalender, glaube ich, müsste in einem Adventskalender drin gewesen sein, habe ich hier von Bella Pierre Cosmetics Heatwave Highlighting Palette. Das ist diese hier, auch die wundervolle Töne. Also das ist endkrass. Das sind 5 krasse Töne. Butterig wie sonst was. Also wirklich nicht trocken, gar nichts. Also das finde ich auch sehr positiv. Ich glaube auch tatsächlich, dass ich den Elf Highlighter weitergeben werde, weil der mir einfach viel zu wenig ist und der passt einfach nicht. Auch wenn ich hier nicht die Klatter, aber ne, das ist tatsächlich dann so, dass man dann, wenn man mal alles so auf der Haut sieht und diese ganze Variation sieht, dass man dann doch mal ins Grübeln kommt und sich überlegt und sagt, nee, komm, brauchst du dann doch nicht. Also das ist die Palette und ich finde, dass die auch richtig schön ist, ne? Also die ist auch schön pigmentiert, das ist ein schöner Glow, das ist jetzt kein Glitzer oder so, das ist einfach, das ist schon schön, ja, mag ich gerne leiden. Als nächstes habe ich hier von Essence die Rapunzel Highlighting Palette. Das ist diese hier. Ich habe mir die komplette Disney-Kollektion gekauft, aber die ein oder andere Palette daraus musste tatsächlich mich verlassen, weil das trage ich dann einfach nicht. Bei der bin ich mir halt auch nicht so hundertprozentig sicher. Aber ich gebe ihr immer mal wieder eine Chance, weil sie halt irgendwie so dieser extrem natürliche Glow ist irgendwie schon schön. Und ja, naja. Blush-Topper und Bronzer-Topper hast du ja natürlich auch noch mit dabei und vor allem die 3 Highlighter-Farben, die da mit bei sind. Je nachdem, welche Hautfarbe man hat, kann man das halt entsprechend auch als Highlighter verwenden. Ich bin halt Team Kalkleiste. Das kommt geswatcht hierhin. So ein richtig weißer Ton, ein eher cremefarbener Ton. Das ist ein Blush-Topper, ne, weil der halt sehr peachy ist. Das ist ein richtig schöner Ton, der ist eher ein champagnerfarbener und ein sehr gelblicher Ton. Ja, die mag ich schon irgendwie, die Palette, ja. Die ist schon, die hat auch irgendwie was. Ja, als nächstes habe ich hier eine Influencer-Palette von Maxime Giacomo mit Luvia, die Prime Glow Palette oder das Prime Glow Kit vor allem. Da hast du sogar einen Highlighter-Pinsel mit dabei und 6 endkrasse Farben, also das ist schon heftig. Die beiden Töne kann ich daraus leider nicht verwenden, weil ich dafür einfach zu hell bin. Die kann ich allerhöchstens als Topper von meinem Bronzer verwenden. Die anderen Töne finde ich wundervoll, vor allem der Schuck ist schon schön. Was ich bei dieser Palette sagen muss, ist, die Töne fühlen sich wundervoll an. Sie sind nicht trocken, staubig oder sonst irgendwas, aber ich finde sie schon etwas sehr glitzerig, ne? Also ich meine, oh mein Gott. Krass. Okay, ja, ich gehe in alle Paletten übrigens gleich stark rein, ne? Also das ist jetzt nicht, dass ich in eine Palette doller reingehe. Huch. Danke. Genau, ja, das wäre jetzt der erste Ton. Wow, okay. Das ist halt ultra pigmentiert, ne? Das ist halt wie jetzt so ein richtiger weißer Fleck auf meiner Haut. Das ist schon heftig, ne? Da habe ich jetzt tatsächlich Schuck, Cecilia, Karma und Boys in Make-up geswatcht. Also die 4 Töne, die halt auch was für mich sind. Und jetzt gucken wir... Oh, ich krieg's nicht ab. Ich meine Hand sauber machen, das funktioniert so nicht. Also ich muss sagen, ich habe noch nie so pigmentierte Highlighter gesehen, da hat er echt einen rausgehauen, ne? Schon krass, richtig krass. So, und jetzt gucken wir uns an Can't Relate und Liberation. Das sind halt die beiden sehr, sehr dunklen Töne, ne? Die beiden. Aber er hat natürlich auch eine Palette machen wollen, die jeder tragen kann oder will. Sprich, dass auch alle Hautfarbentypen angesprochen werden, was ich auch gut finde. Ne? Also das ist ja auch positiv anzumerken. Für mich aber, wie man sieht, halt einfach zu buff. Ja, zu dunkel leider. Ne?
Und richtig schön ist halt auch noch, dass da ein Pinsel mit drin ist, aber zu den Pinseln kommen wir noch irgendwann mal. Eine weitere ziemlich große Palette habe ich hier von Essence aus der Glow My Mind Edition. Das sind 16,5 Gramm, die hier enthalten sind. Also das ist drei schöne Töne, aber halt diese Umverpackung, die finde ich einfach zu klobig, ne? Und das ist halt dann immer etwas schwierig, wenn man halt so ein Sammlungsmensch ist, wie ich das bin. Ja, die Pigmentierung ist schon ganz gut. Jau. Wow. Okay. Dann ist es halt ein bisschen zu krass, ne? Also, dass man dann halt so große Produkte hat, aber die sind halt schön. Gerade der in der Mitte halt, ne? Das ist wieder so dieser typische, den habe ich gern Ton. Also sehr, sehr metallisch, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ich glaube wirklich, die Better Than Platinum Platinum Palette, die darf wandern. Ja, die darf wandern. Genau wie der Elf Highlighter. Ja. Voll schade, aber ich, ne? Ihr seht das. Ihr seht das. Ihr seht das. Ihr seht die Gründe. Ich muss da gar nichts zu sagen. Gut. Dann habe ich hier eine, sehr intensive Palette von Beatik. Von Colors. Das ist einfach die Highlighter Champagne Palette, die so aussieht. Und auch die ist wiederum sehr, sehr krass. Das ist die Farbe Glaze, die Farbe Champagne und die Farbe Ibiza. Und das sind alles drei Töne, die ich so tragen kann, ne? Das ist aber halt auch echt endkrass heftig pigmentiert. Jo, ne? Also alles drei Töne, die für mich auch tragbar sind und nicht zu dunkel. Das heißt, finde ich geil, finde ich cool. Und der Ton Ibiza ist sehr rosa, stichig und wirkt im Pfändchen sehr dunkel, ist auf der Haut einfach nur ein bisschen rosa. Das geht auf jeden Fall klar, aber am coolsten finde ich natürlich den Champagne-Ton. Hier habe ich einen Highlighter, den habe ich im Strumpf drin gehabt, genau, in meinem Look Fantastic Strumpf von Illa Masca Beyond Powder Highlighter in der Farbe OMG. Und der ist wirklich, oh mein Gott. Der ist so wie der sieht schon, der ist ja auch nicht günstig, ne? Aber der wirkt auch schon so edel in der Verpackung, wie so eine Samtschicht. Der ist recht trocken, tatsächlich. Man hört es auch, glaube ich, wenn ich das so swatche, ne? Das hört man richtig laut. Auf dem Finger bei weitem nicht so intensiv wie im Pfändchen. Aber dafür auf der Haut halt ein schöner Champagnerton. Angenehm. Das ist ein schöner Highlight. Ja, der ist richtig klasse. Ja. Dann habe ich hier von Urban Decay einen aus dem Trash-Paket von Lea. Afterglow Highlighter. Das ist dieser hier. 8-Hour Powder Highlighter in der Farbe Fireball. Ich glaube, das ist ein relativ altes Schätzchen. 6,8 Gramm sind hier drin. Und er sieht auch nicht so schimmerig aus. Muss ich mal gucken. Habe ich, glaube ich, auch noch gar nicht getragen. Der wirkt eher matt tatsächlich. Ist aber nicht mal. Nein. Wenn ich den hier auftrage, dann ist er zwar so rosastichig, also den muss ich dann noch ein paar Mal öfters verwenden und einfach mal schauen, aber ich denke, vor allem im Sommer macht das mehr Sinn, ne? Vielleicht auch einfach als Blush. Ich glaube, als Blush würde er sich ganz gut machen. Schreib mir das mal gerne in die Kommentare. Würdest du den hier eher als Highlighter oder als Blush bezeichnen? Gut, dann habe ich hier einen von Rival de Lupien aus der Travelholic Limited Edition. Das ist dieser hier. Und, ja. Der sieht so aus. Feucht. Ja. Und intensiv pigmentiert vor allem. Und der ist einfach weiß, ne? Das ist so eisig. Richtig geil. Ne? Ich finde den ziemlich abgefahren. Von Bare Minerals habe ich ebenfalls einen Highlighter aus dem Adventskalender. Das ist der Free Highlighter Endless Glow. 3,8 Gramm sind hier drin. Und das ist halt wieder so ein schöner Champagnerton. Champagner. Champagner? Man weiß es nicht. Auch wieder sehr buttrig. Ja, da habe ich hier einfach so eine Folie jetzt quasi auf dem Finger. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Wahnsinn. Und auch auf der Haut. Also ein bisschen zu dunkel ist der tatsächlich. Aber dann muss ich halt im Sommer schauen, ne? Aber ich habe den jetzt ja gerade erst im Adventskalender drin gehabt. Und viele Produkte muss ich erst noch im Sommer testen, ne? Genau. Ja, hier habe ich ein Schätzchen von Stage Color Cosmetics, der Cabaret Sparkle Powder. Das Cabaret Sparkle Powder. Ich glaube, das ist auch wieder ein loser Highlighter. Ein irisierendes Puder in der Farbe 127 war mal in der Box mit drin. Oh, wenn ich den jetzt aufmache, ne?
Oh, ich will ja alles watchen, ne? Selber schuld. Ja, der glitzert nämlich hier schon aus der Verpackung mehr oder weniger raus. Das ist... Ich habe jetzt gerade ein bisschen Angst, den zu öffnen. Ich traue mich vorsichtig. Ja, weil der halt einfach hier als Puder rauskommt ohne irgendwas. Das ist schwierig, das zu handeln, muss ich gestehen. Ich weiß auch nicht, wie viel Gramm da drin sind. Da stand keine Grammanzahl mit bei. Ich nehme jetzt hier das Produkt aus dem Deckel. Das ist ein roséfarbener Highlighter. Der ist wunderschön, ne? Der ist richtig schön. Der ist super intensiv, stark pigmentiert und irgendwie auch richtig abgefahren und geil. Aber diese Anwendung, das nervt ein bisschen. Bisschen zu rotstichig oder zu rosa für mich, ne? Aber irgendwie, der ist schon sehr intensiv und das gefällt mir ja so bei Highlightern. Aber wenn man den jetzt auch zumacht, oh, so mega die Produktverschwendung, weil einfach alles hier vollgeglitzert wird. Aus dem Revolution Adventskalender habe ich diesen Pressed Highlighter mit 3,5 Gramm. Also die Revolution Highlighter und Produkte allgemein sind heftigst pigmentiert. Super butterig zart. Jetzt würde sie über Essen reden. Machen wir unten eine weitere Reihe auf. Was soll der Falschgeiz hier? Der ist super. Der ist richtig schön. Schön Champagnerfarben und intensiv und der gefällt mir einfach. Den finde ich wundervoll. Ja, von Bella Pierre ein Golden Glow Liquid Highlighter. Den hatte ich im Adventskalender mit drin. Da bin ich echt am Schwanken, ne? Da sind 15 Milliliter enthalten. Liquid Highlighter ist echt so eine Sache. Ich weiß nicht. Ich komme damit nicht wirklich klar, ne? Aber wir gucken uns den mal an. Hallo. Haben Sie mich jetzt schon einfach so angespritzt hier? Das ist ja unfassbar. Kannst halt unter der Foundation wahrscheinlich ganz gut tragen. Hallo. Ich finde sowas zu dosieren halt auch immer so unfassbar schwer, ne? Schön ist der. Aber halt irgendwie, er ist halt flüssig, ne? Was soll ich damit? Mache ich nicht so gerne, aber ja, der geht schon steil in der Kamera. Ich sehe das wohl. Aber nie. 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 Einfach nie. Etwas, was ich aber definitiv mal ausprobieren möchte, ist hier von Urban Decay Naked Skin Highlighting Fluid. Das ist dieses hier. Das ist halt auch einfach so ein kleines Produktchen mit einem Füßchenapplikator. Und das ist die Farbe Sin. Sünde. Das ist halt mehr meine Farbe, ne? Und den könnte ich mir halt auch wirklich als Liquid Highlighter vorstellen. Dass ich mir den halt aufgebe, weil das halt auch einfach etwas heller ist, ne? Ja. Dann habe ich hier einen von Kiko in der Farbe 01. Das ist der Glow Fusion Powder Highlighter, der sehr, sehr unscheinbar und unspektakulär aussieht, aber halt eine richtig schöne Verpackung hat und meines Wissens nach eher sehr trocken ist. Aber halt, ne? Ich weiß nicht. Sehr subtil. Nö, der darf gehen. High Beam von Benefit. Nochmal so ein Flüssig-Highlighter. Hier ist eine Box mit drin. Ich glaube schon, oder? Weiß ich nicht. Ist halt ein Pinselapplikator tatsächlich. Den kannst du schwer swatchen. Was ist das denn? Verteilen. Den trage ich wahrscheinlich einfach mal so ein bisschen unter der Foundation auf, ne? Also der ist auch sehr subtil, muss ich sagen. Finde ich jetzt sehr langweilig. Also wenn ich mir die von Maxim hier oben angucke, ist das wirklich sehr langweilig. Von Rival de Lupiang, den Baked Highlighter in der Farbe Moondust, habe ich hier. Den hatte ich, glaube ich, in einem Tauschpaket drin. Der ist auch sehr trocken, weil halt gebacken, ne? Ich versuche jetzt überall reinzugehen, auch in das ganze Marmorierte. Der ist halt wirklich sehr, sehr rotstichig, sehr dunkel. Und sehr schwach pigmentiert tatsächlich, ne? Da siehst du nicht allzu viel von. Ne. Der sieht ein bisschen aus wie ein blauer Fleck. Der kommt weg. Der ist krass von Uoga Uoga. Das ist ein Game of Lights, ein loser Highlighter. Der ist, ne, halt ein loser Highlighter und dementsprechend krass. Sowas zu swatchen ist immer ein Highlight. Gucken
Gucken wir mal, wie ich das hinkriege. Da brauche ich jetzt ein bisschen mehr von. Hier oben kommt gerade übrigens dieser hier noch mit runter. Bleib, wo du bist. Der Crash Highlighter. Ja, der hat halt so einen schönen, ganz subtil, aber doch irgendwie heftigen Schein, ne? Also der ist schon am Glänzen, aber es ist nicht so, dass er glitzert oder sowas. Also der ist auch ganz toll. Hier habe ich von Annabel Minerals den Diamond Glow Highlighter. Auch das wieder ein loser Highlighter. Auch der war in einer Box. Ich finde das schwer zu swatchen mit diesen losen Highlightern, aber in der Anwendung sind die geil, weil die einfach so krass sind eigentlich dann, ne? Und du machst ja eigentlich einen Deckel und dann kannst du die drauf machen. Aber, also das hat zum Beispiel Luisa mit diesem Netz sehr, sehr gut gelöst, ne? Ich habe mich jetzt hier nämlich ein bisschen eingesaut. Ja, auch der, ne? Wenn ich mich bewege, sieht man ihn. Sagen wir es mal so. Das ist halt so ein richtiger Glow. Und ja, er ist schön. Sogar noch ein bisschen schöner als der Woga Woga. Und sehr ähnlich zu dem von Luisa Crash. Ja, von Miss Lynn habe ich hier den Sweetie Cupcake. Das ist ein Trio-Highlighter. Der schaut einfach total niedlich aus, ne? Ja, der ist schön. Das ist ein Cupcake. Und dann geht man einmal komplett durch mit dem Finger. Hat es auf dem Finger drauf. Und, oh, Bein ist eingeschlafen. Und gibt sich das dann mal hier drauf. Ne? Der ist, nicht zu intensiv. Der ist sehr subtil. Einen zarten Glow macht der auf jeden Fall auf die Haut. Und ja, ist ganz schön. Aber auch der überhaupt nicht glitzerig, ne? Das muss man auch sagen. Von Catrice habe ich die Luminize Highlight and Bronze Glow Palette. Das ist diese hier in der Farbe Feel Gold. Das ist auch so ein schönes Schätzchen, muss ich sagen. Ja, der dunkelste Ton ist mir zu dunkel. Den kann ich, wenn überhaupt, als Bronzer-Topper nehmen. Und wie man wahrscheinlich sieht, den in der Mitte habe ich am meisten verwendet. Es sind alles sehr cremige Töne, würde ich mal so sagen, ne, vom Swatchen her. Sehr schöne Töne, erinnert mich halt auch echt voll an die Platinum Palette. Das heißt, es ist wahrscheinlich dann auch sehr ähnlich, ne? Nein, sie ist etwas intensiver pigmentiert. Ja, genau. Ne? So schaut es dann geswatcht aus und die haben auf jeden Fall eine schöne Leuchtkraft. Das gefällt mir. Ja, deswegen, den mittlersten Ton verwende ich halt wirklich am liebsten, weil er halt am meisten mir entspricht. Den hier finde ich irgendwie ein bisschen zu matt tatsächlich und den finde ich einfach zu dunkel. Jo. Einen weiteren von Bella Pierre aus einem Adventskalender oder aus einer Box, das weiß ich gerade nicht, ist der hier in der Farbe Champagne. Das ist einer, der sieht relativ dunkel im Pfännchen aus. Den kannst du aber auch, wenn du möchtest, als Lidschatten verwenden. Der ist aber nicht so dunkel, wie er hier aussieht. Das ist ganz schön. Sehr, sehr buttrig, wenn man da ins Pfännchen geht und sehr intensiv auf dem Swatch zu sehen. So, ja, den mag ich auch ganz gerne und da sind 3 Gramm drin. Oh ja, von Ofra habe ich hier noch einen Highlighter und zwar in der Farbe Blissful. Das ist ein Mini-Highlighter. 4 Gramm habe ich hier drin und der schaut so aus. Ich mag die Pfännchen. Der fühlt sich extrem seidig an, wenn man da durchgeht. Ne? Ist schon schön. Der ist sehr intensiv. Passt gerade sehr gut zum Oberteil, ne? Ist ein bisschen dunkel, tatsächlich, aber ja, halt eher was für den Sommer bei mir. Wet n Wild. Mega Glow Highlighting Powder. Ich probiere es immer wieder. Crown of My Canopy. Ja, ich versuche immer wieder, dass ich die Wet n Wild Highlighter mag. Das ist ein recht dunkler Highlighter, der auch von der Farbe im Pfännchen her dem von Ofra entspricht, aber auf der Haut sieht er dann doch wieder deutlich dunkler aus. Also der ist mir auch zu dunkel, ne? Und deswegen darf der auch gehen. Ich habe hier noch einen von Elf, so eine Pfanne. Das ist echt riesig. Wild Gold heißt das Ding. Den habe ich mir aber gekauft. Der ist auch wieder recht trocken, wenn ich da jetzt so durchgehe. Also da kriege ich auch nicht so viel auf meinen Finger drauf. Aber er ist schön. Ist ein schöner Champagnerton und ja, ne, den kann man auf jeden Fall auch im Alltag ziemlich gut tragen, weil der halt nicht zu aufdringlich ist. Den hier, den hatten wir auch irgendwo in einem Adventskalender, glaube ich, mit drin, von Kia T. London in Soul Styles.
Und der schaut so schön aus. Oder war der in der Glossy Box Weihnachtsedition? Das weiß ich gar nicht. Der ist aber relativ glitzerig und das finde ich ein bisschen schwierig. Rosa Farben. Der ist schon schön, aber nö, ich mache den mal hier hin. Der hat halt so einen richtigen Holo-Effekt mit bei und ich bin jetzt kein Ultra-Fan von Holo-Highlighter. Das ist mein Problem. Ich finde den so hübsch. Ja, der möchte noch weiter verwendet werden. Das geht nicht anders. Nein. Dann habe ich hier von Revolution einen und der ist halt intensiv. Highlighter Reloaded, just my type. Das ist ein ganz, ganz tolles Produkt. Der fühlt sich wundervoll cremig an und der ist einfach super intensiv. Also das ist der Hammer, wie geil dieses Produkt ist. Ich glaube, das sind so Dupes halt zu denen von Bella Pierre, weil die halt von der Fändchen, ne, von dieser Pressung her sehr ähnlich aussehen. Der ist halt auch krass pigmentiert. Also da gehst du kurz rein und hast direkt was auf dem Finger. Und der ist einfach wundervoll vom Farbton. Das ist so schön, das ist so leicht, das Swipe auf die Haut, kapuff und der ist drauf. Ne? Das ist echt schon schön. Ja, zwei haben wir noch. Einmal habe ich hier von Rival de Lupien Loose Shimmer Highlighter in der Farbe Rose. Das ist dieser hier. Den hatte ich, glaube ich, auch in einem Tauschpaket oder Trash-Paket mit drin. Huch. Ups. Der ist ja schon krass, ne? Der glitzert schon vor sich hin. Wow. Was ist das denn? Der glitzert mir zu viel. Der muss gehen. Und ich habe mich auch gerade entschieden, dass der von Stage Color gehen muss. Weil das nervt mich, dass mir das alles entgegenfliegt, wenn ich es aufmache. Ich traue mich ja schon allein nicht, das aufzumachen. So, eine Palette haben wir noch und zwar von Love, die Love Lights Prismatic Highlighter Palette. Ich habe es gesagt, ich mag eigentlich nicht so gerne diese Holo-Schein-Geschichten. Die ist halt... Nee. Hä? Die hatte ich dann im Adventskalender. Ich hatte gerade an diese viereckigen Fändchen gedacht, aber das sind die ja gar nicht. Die ist ja ganz anders. Die hatte ich ganz vergessen. Oh, die fühlt sich schön an. Wie Samt. Oh, schön. Oh. Ist auch schön, ne? Wenn du dann eine Palette auf einmal in den Händen hältst, die du ganz vergessen hattest. Hm, läuft bei mir. Wo kann ich die denn jetzt hinswutschen? Hm? Nimm mal hier. Das ist schon mal was, ne? Das gefällt mir. Doch. Das ist sehr weiß, das ist sehr pink und das ist sehr braun. Aber weiß ich nicht, irgendwie haben die was. Frag mich nicht warum, aber irgendwie sprechen die Töne mich an. Ja, scheint sehr glitzerig zu sein, aber ich muss die auch nochmal aufgetragen als Highlighter sehen, weil so ist es natürlich ein bisschen zu intensiv. Keine Ahnung, ich schwank da gerade, weil ich habe die jetzt gerade wiederentdeckt und habe mir gerade gedacht, die musst du nochmal ausprobieren, weil das irgendwie auch von den Fännchen her irgendwie viel ansprechender ist, weil das halt diese kleinen runden Fännchen sind oder diese runden Fännchen und nicht diese Oschi riesengroßen, überwältigenden, viereckigen Fännchen sind, ne? So, ich bin jetzt nochmal tief in mich gegangen und habe dann tatsächlich auch die Glow My Mind von Essence aussortiert, weil die mir einfach viel zu klobig ist. Ich komme damit nicht klar. Wet n Wild auch ebenfalls aussortiert, weil nie zu dunkel und irgendwie catcht mich nicht. Ja, habe ich ja schon gesagt, Stage Color Cabaret, das Sparkle Powder, genauso wie der lose Highlighter von Rival de Lupien. Der Baked Highlighter von Rival de Lupien ebenfalls. Kiko habe ich ja schon gesagt, Elf habe ich auch schon gesagt, Bella Pierre habe ich gesagt, oh mein Gott, das ist ja voll das Deklatter-Video für mich geworden, ganz ehrlich. Und die Bladder Than Platinum ist ebenfalls jetzt aussortiert worden, weil sie mir auch einfach zu groß ist. Es tut mir in der Seele weh, weil das eigentlich so schöne Produkte teilweise da drin sind, aber nie. Und Urban Decay, das geht jetzt auf jeden Fall in meine Blush-Sammlung rein. Genau, und so haben wir jetzt auch extrem aussortiert und ausgemistet. Also ihr habt am Anfang die Kiste gesehen, sie ist jetzt deutlich verjüngt geworden. Finde ich schon mal ganz gut. Ja, das waren jetzt meine kompletten Highlighter. Also man sieht, ich glitzer wie eine Disco-Kugel. Hauptsächlich ist es natürlich eher hell bei mir. Es sind hauptsächlich irgendwelche Champagnertöne. Aber ich habe doch noch ein bisschen Variation mit dabei. Ich bin immer wieder dabei, mich durchzutesten und durchzuschauen, welcher Highlighter bleibt, welcher muss gehen. Aber bis ich den perfekten gefunden habe, wird es wahrscheinlich noch ein kleines bisschen dauern. Also von daher wird das hier erstmal soweit bleiben. Und ja,
Das war jetzt meine komplette Highlighter-Sammlung. Als nächstes kommt meine Face-Paletten-Sammlung. Die ist auch interessant, sagen wir es mal. So. Da sind sehr schöne Schätzchen mit dabei. Also da kannst du sehr gespannt drauf sein nächste Woche. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit meiner ganzen Sammlung, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!